Ja, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Hellblade: Senua's Sacrifice hier bei den Chilling Gamern mit dem Chris Bro. Wir sind ja das letzte Mal gestartet hier in dieses Abenteuer und ja, ich würde sagen, jetzt geht's gleich weiter. Hier wieder ein Runenstein. The world of the dead is ruled by the giantess Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Genau, die gute Hela brauchen wir also. Und jetzt müssen wir uns ja entscheiden, in welches Tor wir hier zuerst reingehen und in Minimu und raus bist du, gehen wir einfach mal zuerst hier rein. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Senua, and spill his blood. Surt also, der Feuerriese, klingt ja schon mal super. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast, was badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness. The Northmen. Alter, der Controller ist hier hart am vibraten, aber was genau bedeutet das? Mal drücken kann man hier jetzt nicht mehr. Keine Ahnung. Bisher sieht es ja sogar noch ganz freundlich aus. Das war knapp. I can still smell it. A sweet, sickly Wir haben wieder zwei Runen. Und wieder irgendwo finden müssen. Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus hier. Hörst du das nicht? Yes. I heard their screams, and I still hear them now. Hier. Oder müssen die auch in echt so nebeneinander stehen? Ja, die haben wir schon mal.
hier jetzt noch eine zweite. Wo sind die denn hin? Geht das so? Nee, das zählt doch schon nicht. Harte Effekte hier. Busch verstrahlt alles. Vielleicht ja. Na, war da hinten sowas, da wo es so vibriert hatte? Das sieht ja aber auch nicht aus wie der Ruhm jetzt. Aber es vibriert immer noch. Natürlich ist auch die Frage, inwiefern das da vorne einfach irgendwo sein muss, sozusagen. Und ich guck mal, auch erst hier zeigt er wieder dieses Ding an. Wir gehen mal hier hoch. Ne? Ah. Ist so gut hier. Alles klar, jetzt müssten wir da ja durchkommen. The path to Helheim is sealed for the living. You already walk amongst the dead. Look towards the gate, and you will see that it has opened. Sesam, öffne dich. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, and slavery to many lands. This darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. Was mir auf jeden Fall gerade auffällt, dass die Stimmen relativ ruhig sind. Na, und jetzt geht's da rein, oder? Ah, erstmal in den Freund. Aber wir haben es geschafft. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through.
Find the fire, Senua. To follow the path to Surt. Das Feuer finden? Jo, hier ist ja schon mal welches. Aber das zählt anscheinend nicht. Oder kann ich das jetzt einfach hier zerstören oder so? Nee. Anscheinend nicht. Find the fire. Da ist auch ein Feuer. Scheint richtig zu sein. Wow. Kommen wir da jetzt durch? Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it. Okay. Where's the fire gone? Where's it gone? The fire's disappeared. It was everywhere. The pyre. Surt. Surt is through there. He's waiting for her. You can't get through. How will she get through? She'll need to find another way. Oh, da haben wir unsere Stimmen wohl recht. Da kommen wir nicht durch. Ist ja super, so ein paar Spielhelfer hier. There's always a way. Find your own way. You just have to find it. It's waiting for you. It was never going to be. Sind sie auf jeden Fall wieder voll am Start. Is waiting for you. Find him. The pyre. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant. Da ist sie, Ymir. Okay, also wieder ein Feuer finden. It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn. Then how will she find the way back? She won't. She won't be able to tell. Da oben sieht's doch schon wieder so aus. Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. Können wir auf jeden Fall noch viel über die nordische Mythologie lernen? Aber jetzt heißt es erstmal, das Feueropfer wiederfinden. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs.
Da haben wir ihn doch. Und ab geht die Party. Da hinten ist doch der Ausgang. Do your gods answer your prayers, Senua? I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone. Wir finden unseren Weg. Hier ist schon wieder so ein Tor. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Haus. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier in dem Spiel irgendwelche Secrets gibt oder sowas, die man finden oder einsammeln kann, oder ob das Spiel wirklich mal komplett auf sowas verzichtet. Hier könnten wir rausgehen wieder. Gucken wir erstmal nach oben. Oh, hier ist auf jeden Fall was. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the fire giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it. But Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way to postpone that dark day. Dann geht's noch hier hoch. Oh. Wieder zwei Runen, die wir finden müssen. The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, and a warrior. To survive, I did things. Bad things. Bad things. Like you, Senua, the man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Vielleicht auch irgendwas, was wir nur von hier oben sehen können. Hier scheint irgendwo das Erd zu sein. Oder wie auch immer diese Rune heißt. Falls ihr sowas wisst, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben.
Dann müssen wir nur noch die andere finden. Tauchen da dann auch mal diese Symbole auf, wenn wir da auf dem richtigen Weg sind? Ja, da hinten wird es ja wohl kaum noch sein. Oh, hier muss sie irgendwo sein. Hier irgendwie mit den Bäumen das hinbekommen. Ja. Okay. Mal schauen, was uns dahinter erwartet. Hoffentlich dann die Feuerstelle. Doch, ich würde sagen, ob das da wirklich ist, das sehen wir dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Hellblade: Senua's Sacrifice, hier bei den Chilling Gamer mit dem Chris Bro. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.